In Kanada sind die Leichen der drei verunglückten Bergsteiger Hans-Jörg Auer, David Lammer und Jess Ross Kelly gefunden worden. Das teilte die Nationalparkverwaltung mit und sprach den Angehörigen ihr Beileid aus. Die Alpinisten wurden offenbar Opfer eines Lawinenunglücks. Seit Dienstag waren die drei Bergsteiger vermisst worden. Sie wollten einen Berg in der Provinz Alberta besteigen. Die Route galt als sehr schwierig. Nachdem die Männer als vermisst gemeldet wurden, suchten Rettungskräfte das Gebiet aus der Luft ab. Der Rettungseinsatz musste zwischenzeitlich wegen schlechten Wetters und der Gefahr weiterer Lawinenabgänge unterbrochen werden. Nach dem Fund von Kletterausrüstung gingen die Behörden vom Tod der Alpinisten aus.